Jo Leute, was geht? Willkommen zur zweiten Episode vom Wie haben sich Logos von der Vergangenheit bis in die Zukunft verändert? Und Leute, wir schauen das Ganze natürlich auf dem Kanal von Magnify ein und das ist, Leute, die Fortsetzung. Falls ihr den ersten Teil davon nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne, Leute, auf meinem Kanal an. Ich habe dazu schon eine Reaktion gemacht vor ein paar Tagen und wir schauen direkt rein, Leute, was ist aus den Logos geworden? Wir sind bei Mountain Dew stehen geblieben, let's go, weiter geht's. Also, Freunde. Dann haben wir jetzt erstmal 7. Oh, warte mal kurz. Da muss ich jetzt aber noch kurz zurückgehen. So. Wir sind jetzt hier bei 7-Up, Leute. Oha, Alter. Das ist eine 7. So sprudelig. Sieht aus wie ein Strohhalm. Oder eine Axt. Weiß ich nicht. Und rechts haben wir das Logo von Stokely Van Camps. Ist es Vans? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, rechts ist Vans. Das ist das Logo von Vans. 7-Up. Nee, das ist auf keinen Fall Vans. Gatorade. Powerade. Powerade? 7-Up. Gatorade. Und 7-Up wurde ja echt verändert. Oh, ja, das ist das 7-Up, was wir kennen. Dann war es so. Dann war es so. Dann war es so. Richtig experimentell. Dann wieder ein bisschen simpler. Dann so. Und Gatorade macht man einfach in so ein fettes G. Richtig OG rein. Alter, das 7-Up-Logo wurde ja so oft geändert. Essen. Jetzt kommen wir zur Kategorie Essen. Lays. Lays. Oh. Ist das wirklich Lays? Ja, Mann. Krass. Dann haben sie es ein bisschen stylischer gemacht. Hier haben sie angefangen, so ein bisschen mit dem Gelben zu spielen, dass es so kartoffelmäßig ist. Boah. Ich muss sagen, okay, auch wenn das Logo komplett outdated ist, ich finde, das sieht schon ein bisschen nice aus. Das hat schon was Edles. So, Lays Brand. Lays Brand. Dann hinten dieses goldene, glänzende. Das ist komplett übertrieben, auch für Internetdarstellungen, dass man das nicht mehr so wirklich, ja, wie soll man das sagen? Also, Leute, die Logos erstellen, die verabscheuen es, wenn es Farbverläufe gibt und Schatten und so, weil das lässt sich super schwer darstellen und die Datei wird unnötig groß und es kann nicht im Internet oder auf Handy-Displays super abgespielt werden. Und dann haben sie es gedacht, ja, machen wir es auch simpler. Was? Ist das jetzt wirklich so? Hä? Bin ich der Einzige, der dieses Logo nicht wiedererkennt? Ich kenne doch das Lays-Logo, das ist ganz anders, oder? Moment. Ja. Ah, okay, ich bin verwirrt. Aber gut. Boah, Pringles, Alter. Das war dieser nette Mann mit dem Bart. Ja? Hier der nette Mann mit dem Bart, mit den Haaren. Hier. Das ist der ultimative Pringles-Logo. Why don't you leave it like this? Warum lässt du es nicht so? Sieht doch super aus. Und dann, oh, oh, jetzt ist es nicht mehr der Mann. Jetzt ist es ein Geist. Es ist Buhu. Oh, ich kann es verstehen. Man erkennt noch was. Aber es ist halt schade. Nein, 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 nein. Was zur? Warte kurz. Habt ihr dieses Schrift? Niemals haben die das jetzt so gemacht. Das hat doch gar nichts mehr mit Pringles zu tun. Das sieht aus wie so ein Netflix-Logo. Ey, niemals. Nein. Doritos. Hier machen wir. Okay, dann ein bisschen verspielter. Boah, das sieht so verpixelt aus. Ja, das sieht ganz okay aus. Ja. Da sieht man schon diesen Nacho. Nacho. Doritos Corn Chips, okay. Jetzt so ein bisschen amerikanischer Style. Hier noch ein bisschen Spiciness rein. Dann noch, warum auch immer, ist er blau. Und das ist das Logo, wie es heute ist, glaube ich. Ja, das ist bis heute, Leute. Cheetos. Okay. Bin ich der Einzige, der es aussieht, als wäre das Coca-Cola-Logo? Cheetos. Übrigens, Freunde, Cheetos kann man in Deutschland nicht kaufen, falls ihr das wisst. Man kann sie in Holland und Polen kaufen. Also in vielen Ländern, aber irgendwie nicht in Deutschland. Ich weiß nicht warum. Ich würde es sehr gern wissen. Ich würde es sehr, sehr, sehr gerne wissen, aber ich weiß es nicht warum. Ich habe
keine Ahnung. Dann haben sie jetzt Cheetos einfach nur farblich verändert. Mhm. Ja. Ja. Das ist aber nicht das Cheetos, wie ich es kenne. Ja, das ist schon die richtige Richtung. Ja, so kenne ich das doch. So kenne ich es. Dann haben sie einfach den Tiger hinzugefügt. Ui. Ja, das finde ich nice. Und das Logo ist schon seit über 20 Jahren. Krass. Oreo. Ui, Junge. Die haben aber wirklich ganz radikale Veränderungen auf ihr Logo gemacht. Die konnten sich einfach nicht einigen. Was nehmen wir? Wir ändern es einfach komplett? Dann hat man sich auf blau geeinigt, glaube ich. Blau. Blau-weiß. Ja, jetzt kommst du in die richtige Richtung. Ja, ich glaube, damit sind die zufrieden. Oreo. Und das ist bis heute. Nee, dann wurde's. Warum habt ihr es denn 3D-mäßig wieder gemacht? Ich meine, okay, sieht schon schmackhaft aus, weil das O sieht aus wie diese Milchfüllung, weißt du, diese Füllung von den Oreo-Keksen. Aber warum haben sie es jetzt plötzlich so simpel gemacht? Die sind ja komplett gegen die Richtung gegangen von der Simplifizierung. Haribo. Oh, Haribo, Leute. Boah. Das ist krass, ne? Dann haben sie sich einfach nur auf die Schrift geeinigt. Und so... Oho, ja. Und so ist es heute geblieben. Also Haribo-Logo ist auch ein sehr nices. Chupa Chups, Leute. Chupa Chups bis heute, man kennt es doch, dieses... Sieht aus wie so eine Waffel. Wie so eine Waffel. Ja, dann haben sie den Hintergrund so gemacht. Dann ist es so geworden. Und so ist es seit 1990 geblieben. Ben & Jerry's. Alter. Da sind die beiden Gründer. Und so ist es, glaube ich, bis heute, ne? Heftig, Leute. Heftig. Also, ich finde, Leute, es zeugt schon ein bisschen was von Klasse, wenn man es schon früh hinbekommt, ein relativ zeitgemäßes Logo zu produzieren. Was, ja, wie soll ich sagen? Ja, wenn man es hinbekommt, ein Logo zu produzieren, dass man über 20 Jahre nicht verändern muss, weil es trotzdem mit der Zeit mitgeht. Das finde ich ein gutes Logo dann. Oh, das Skittles-Logo. Ja, das finde ich sehr... Das haben sie gelassen, ne? Nee, dann haben sie es hier gemacht. Okay. Okay, okay. Yo, machen wir es immer größer. Immer größer. So ist es bis heute gewesen. M&M's. M&M's. Ja, man merkt's. Das schon. Okay. Und das bis heute, ne? Einfach ohne Konturen, ohne Konturen. So, jetzt sind wir bei Snickers angekommen. Krass, ne? Also ich meine schon, das ist schon heftig, Leute, wie die es hingekriegt haben, dass ich die Schriftart bis heute von 1968 immer noch erkennen kann. Die haben nicht viel geändert. Ich glaube, es ist so geblieben, ne? Ah, die haben noch ein bisschen... Ja, dann haben sie es so gemacht. Ja. Aber die hatten schon so im Endeffekt die richtige Richtung, wie sie es haben wollten. Dann haben sie Twix gemacht. Okay, Twix war ja in Deutschland früher Raider. Ich hab das, glaube ich, nicht mitbekommen, als es noch Raider war. Ja, und die Werbung, Alter, Raider. Das klang ein bisschen komisch. Ich habe mich jetzt völlig dran gewöhnt. Aber woran ich mich nicht gewöhnen kann, Leute. Und jetzt möchte ich jeden von euch, der mir zustimmt, möchte ich jeden von euch bitten, jetzt einen Daumen nach oben dazu lassen, wenn ihr mir jetzt zustimmt, was ich jetzt sage. Ich kann mich nicht darauf einigen, dass Capri-Sonne jetzt Capri-Sun heißt. Ich kann mich nicht, werde ich auch nie mich darauf einigen. Und ich kann mich nicht darauf einigen, dass die Capri-Sonne jetzt Pappstrohhalme hat, die sich direkt verbiegen, wenn man sie reinpresst. Wer hat sowas erfunden? Wer hat sowas erfunden? Macht doch einen generell neuen Trinkmechanismus. Meine Güte. Genau darauf kann ich mich nicht einigen. Dann wurde aus Brise wurde Glade. Okay, akzeptiere ich. Aus Raider wurde Twix. Aber aus Capri-Sonne Capri-Sun? Wir wissen doch, dass der Name ist Capri, ja? Die könnten das Getränk einfach nur Capri nennen. Dann wären alle glücklich. Aber nicht Capri Sun. Nein.
Deswegen, wenn ihr mir zustimmt, einen Daumen nach oben da, Leute. Okay, das Twix-Logo haben die aber wirklich oft geändert. Ja, so erinnere ich mich. Krass, das ist bis heute geblieben. Milky Way. Hä? Wie sehr haben die das verändert? Okay, seit 2007 ist es aber, glaube ich, so geblieben, ne? Ja. Heftig. Ey, aber was ich auch sagen muss, Leute, was bezüglich Süßigkeiten angeht, ich finde, die sind zu überzuckert, ne? Also, ich bin der Meinung, ich würde mir wirklich wünschen, dass mal jemand Süßigkeiten produziert von diesen großen Marken und eine zuckerarme Variante anbietet, die weniger als 10% Zucker hat. Weil das hat so viel Kalorien. Und ich weiß, die zielen darauf ab, dass es kalorienreich ist, dass man schnell Energie braucht und so. Könnt ihr ja drinnen lassen, aber macht eine Light-Version. Ich esse die Dinger nicht mehr, seitdem die so viel Zucker haben. Und die hatten schon immer so viel Zucker, aber ich achte jetzt darauf. Boah, KitKat, Leute. Kann man sich immer noch gönnen. Hä? Dann haben sie es so geändert. Ah, okay. Nestlé. Aha, das Logo musste ja unbedingt da dort nach hoch. Mhm. Dann war es verspielter. Dann ist es so. Und jetzt ist es bis heute so. Okay. Alles klar. Cadbury's kenne ich nicht. Weiß nicht, was es ist. Ihr habt keine Ahnung, was es für eine Firma, was für eine Marke ist. Vielleicht erkenne ich sie am Logo gleich. Cadbury's. Das ist ein Schokoladenhersteller. Sieht nach einer Kakaobaum aus. Boah, die haben ja richtig viele Veränderungen gehabt. Cadbury. Nein, ich erinnere mich wirklich nicht, was es ist. Es ist wahrscheinlich ein amerikanischer Schokoladenhersteller. Oho, jetzt machen sie auf die edle Schiene. Auf die edle Schiene gehen die jetzt. National Five... Hershey's. Okay, Hershey's. Hershey's an sich keine so gute Schokolade. Außer White Chocolate Cookie Crisp. Oh, ja, diese Cookie and Cream. Oh, die ist lecker. Boah, die haben sie richtig gut gemacht. Wirklich gut. Ja, bei Hershey's dachten sie sich, wir machen es streng. Bald schwarzen Hintergrund, genau. Und dann mit der Schrift. Ich find's gut. Ich mag das Logo von Hershey's sehr. Ja. Dann 2010 haben sie es geändert. Ja. Ich mag das Logo an sich. Mars, Mentos, Hubba Bubba und Super Crema. Super Crema ist jetzt Nutella. Hubba Bubba, Mars, Mentos, Nutella. Okay, Nutella hat nicht wirklich gar keine Änderungen erfahren. So Leute, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Freunde, wir werden möglicherweise auf das Video noch reagieren. Wenn ihr darauf Lust habt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.